So, hallo liebe Geschwister. Heute habe ich Elia Nathan interviewt. Er hat mir erlaubt, es auf meinen Kanal zu stellen und ich wünsche euch jetzt viel Freude dabei und der Herr Jesus segne euch. Okay, ich freue mich, dass du mir von deinem Zeugnis erzählen möchtest. Wie hast du zu Jesus gefunden? Du, wenn ich das richtig mitbekommen habe, du warst vorher Moslem. Ja. Okay, wie hast du von Jesus erfahren und wie hast du gemerkt, dass er dein Retter ist und dass es die Wahrheit ist? Was hat Ja. dich überzeugt? Also mich hat das erstmal, das war ja so, das war jetzt, ich glaube vor, muss ich mal rechnen, bin ich schon mittlerweile fast 31, mit 14 bin ich bei einem guten Freund Ja. gewesen, bei einem guten Freund gewesen. Und ja, so wie immer halt, und der lebte halt total abgelegen. Und ja, und dann stand ich da an der Haltestelle und dann kam der Bus natürlich. Ja. Ich bin halt eingestiegen und vor uns, ja, ich war auch der einzige Fahrgast auch drin. Ja. Ja, und hat sich dann so ergeben, dass wir dann halt im Stau standen und das, ich denke mal so fast 3 Stunden. Und ja, und dann kam er natürlich auch, der Busfahrer, der heißt auch Jörg, und hat mich halt angesprochen und, da, und so haben wir uns halt kennengelernt. Da er oft mit dem Bus unterwegs war und ich ja auch angewiesen bin auf den Bus und so weiter. Und so haben wir uns halt kennengelernt. So, ne? Und dann haben wir uns Okay. natürlich, dann irgendwann mal sprach er mich dann über Jesus an und ich dann über Mohammed. Ja, und das ging dann so 2,5 Jahren halt, ne? Jedes Mal, wenn ich ihn sah, hatte ich gar keine Lust, da Ja, einzuschlagen. verstehe ich. Dann, das ist dann, ich weiß nicht, wie das für dich war. Hast du dann gedacht, was, auch wenn du ihn lieb hattest als Freund, was erzählt er mir da? Ja, also ich habe So. mich mit denen am Anfang gut unterhalten können, aber irgendwann mal nicht mehr. Ich wollte nichts halt über Jesus wissen, weil Ja. bei uns ist das so, es ist ja so in einer islamischen Familie, dass man, der hat mir immer wieder so untergejubelt, halt so, hier, willst du eine Bibel haben, willst du ein Kreuz haben und so Ja. weiter. Und das habe ich halt abgelehnt, Verstehe weil ich. ich war nicht schon seitdem ich klein bin. Vor allem kann ich mich noch ganz gut erinnern, da fängt ja schon an bei den muslimischen Familien, dass man sagt so, dass die Christen sind schlecht und so weiter Genau. vom Schatan. Und das wird quasi geprägt. Und Ja. das war dann, als ich 8 war, kann ich mich noch ganz gut erinnern. Da hat meine Tante, da waren wir noch Kinder, beim Asylheim war das, und dort war eine Nonne, die kam immer wieder und hat uns halt als Kinder, hat uns als Bomben verteilt. Ne? Okay. Da hat sie aus dem Fenster geschrien, das ist ein Teufel, geht weg von ihr und so weiter, nimmt von ihr nichts. Und das prägt auch ein. Ne? Das verstehe ich. Und wenn das von klein auf, ne, Ja. so gelehrt worden ist von der Ja. Familie und Ja. jetzt vom Vater, wenn er sagt, Sohn, pass auf, die Christen sind schlecht, keinen Kontakt damit haben. Man glaubt ja seinen Vater, ne? Ja. So, genau, wollte ich Ja, und sagen. das ist ja auch das, ja, und dann irgendwann mal war es ja so, dass ich dann eine Bibel dann von ihm bekommen habe und das habe ich Ja. auch angefangen. Ja, und dann habe ich angefangen zu lesen, dann habe ich mich, ja, und dann habe ich, so hat Jesus mich gefunden, indem ich selbst gelesen habe, ne? Ja. Und ich habe einfach gedacht, was sind das für schöne Worte? Weil das kann nicht von irgendwo herkommen. Also aus menschlicher Perspektive, Ja. das kann nur ein höheres Wesen sein, habe ich mir gedacht. Ne? Das muss mehr dahinter Und stecken, ne? ja, genau, weil diese Worte haben mich einfach verändert. So, ne? Das Ja. freut mich.
Es, hast du dann die da die Vaterliebe? Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinen Eltern war, wenn das okay ist. Ja, klar. Hast du die Vaterliebe, also zum himmlischen Vater, dann nachher mit den Jahren erst entdeckt und dann kam das dann in Etappen? Dass du Also ich gesagt habe hast, Entschuldigung. sofort, also als ich erstmal die Worte von Jesus gelesen Ja. habe ich sofort eine Liebe gespürt, also einen Frieden, was ich in meinem Leben nie hatte. So, ob ich angekommen wäre, also meine Seele ist angekommen, ne? Ja, so kenne ich das Mein auch. Geist, mein Herz, einfach alles, und das war die richtige Quelle. Ja, und da habe ich, das war für mich eine Freude, was man nicht in der Welt kaufen kann, halt, Nein. ne? Und mit der Zeit, wo du dann schon länger beim Herrn warst, ne? War das dann bei dir auch so, dass du innerlich gespürt hast, die Angst, die man dann vorher hatte, so vor Menschen, die dann, also keine Ahnung, Zukunftsängste, dass dann das mit der Zeit immer mehr wegging und dass du vollkommen auf den Herrn vertraust und keine Ja. Angst mehr hast. Ja, also ich war ja schon immer so ein Mensch, dass er sehr offen war, und ich war schon immer, seitdem ich Kindesbein an, war ich immer sehr hart im Nehmen halt, ne? Ich Ja. hatte von niemandem Furcht gehabt, und das war natürlich wahrscheinlich auch in der Erziehung halt, dass ich so von meiner Mutter sehr geprägt worden bin. Und ja, und das war dann halt so, dass meine Mama halt, ihre Brüder und so weiter, das sind alles solche Verbrecherbande, und da, Entschuldigung, und Schlimm. da musste man halt sehr hart sein und so weiter. Und das hat sich aber bei mir dann im geistlichen Leben Ja. geprägt, dass ich dann keine Angst habe, wenn ich auf der Straße gehe oder mein Zeugnis verkündige. Und das hat bei mir so nach ungefähr sofort, eigentlich nach der Bekehrung, halbes Jahr später, bin ich schon in eine Moschee gegangen und habe dann quasi über Jesus erzählt. Ne? Preis dem Herrn. Genau, Wie und das war, ja. haben deine ich nenne sie also deine Brüder, ne? Ich nenne jetzt den Murat. Er ist ja noch Muslim, aber er ist trotzdem mein Bruder, weil ich denke, er hat es innerlich verstanden. Er nennt ihn auch nicht Allah, sondern mein Herrn. Dann denke ich mir, wow, ne? Wie haben deine Brüder in der Moschee, die noch Muslime sind, zu der Zeit reagiert, wo du von Jesus dann erzählt hast? Ja, also das war ja so, dass ich mein leibliche Bruder vor allem, und dass sie natürlich das nicht verstanden haben, Ja. ne? Weil die sagen, sind ja Christen, sind ja in deren Augen deutsche Schweinefresser und so Ja. weiter. Und die haben das nicht verstanden. Mein Vater ist eh gar kein Muslim. Also er ist Muslim quasi auf Papier. Okay, verstehe. Meine Mutter war strenger da drin. Es war schon Widerstand so, ne? Natürlich, ne? Es war Widerstand, und mein anderer aus der Familie, von meiner Vaterseite aus, Ja. wie zum Beispiel mit meinem Cousin, das ist so ein Salafist, sage ich mal, ne? Was die Medien heutzutage sagen, dass man versteht, dass er den Koran wörtlich aufnimmt, und mit dem verstehe ich mich einfach nicht. Nur halt auf einer menschlicher Ebene, aber nicht auf einem religiösen Dialog. Da sind Okay. wir total verfeindet. Aber auch mit meinem drittältester Bruder, der entwickelt sich auch langsam zu einem Moslem, sage ich mal, ne? Der das alles Okay. wörtlich aufnimmt und so weiter. Aber er lässt mich in Ruhe damit, ich lasse ihn in Ruhe. Ich meine, ich bin so ein Mensch, keiner kann mir meinen Mund verbieten, so nicht mal Nein. mein, ne? Ja. leibliche Bruder. Weil ich stehe alleine vom Herrn. Von daher interessiert mich nicht, was die da sagen und sag ich mal. Ja, und jeder Mensch muss sich selber verantworten, ne? Ja.
Ich denke, das Beste, was man machen kann, wenn man jetzt, man muss ja eh Jesus freiwillig von Herzen annehmen. Und ich denke, das Beste ist, was ich mache, wenn jetzt wenn ich mit jemandem über Jesus rede und er sagt, lass mich in Ruhe damit und dass ich ihn dann einfach in Ruhe lasse, aber für ihn bete. Dass der Herr Jesus ihm sein Herz berührt und dass ich den Heiligen Geist vorschicke und er dann, wenn ich ihm eine Schrift gebe, dass er anfängt zu lesen und es heißt in der Bibel, durch das Wort, also durch die Predigt, durch das Hören, werde ich mich euch offenbaren durch das gesprochene Wort. Ich wollte dich noch fragen, wie sieht dein Dienst im Herrn Jesus aus? Ich habe schon auf deinen YouTube-Kanal geschaut, dass du auch auf die Straße gehst, ne? Und tust du auch, also wenn jemand krank ist, tust du die Menschen im Namen Jesu auch heilen? Hast du das schon gemacht oder wie ist da deine Erfahrung? Also ich habe mit, ich bin ja, wie gesagt, auch auf der Straße. Ja. Das ist ja eigentlich mein Fokus. Es ist, viele denken, ich bin mehr aktiv übers Internet. Das ist nicht mein Fokus übers Internet, Das sondern weiß mein ich. Fokus auf der Straße. Und ich sehe es so, dass es verschiedene Gaben gibt halt, ne? Manche können das, also ich habe schon das schon mal gemacht, aber ich habe niemandem die Hände aufgelegt in dieser Sache. Ja. Und ich habe ein paar, ein, zwei Brüder, die das machen, die mit mir auch sind, ne? Und es ist halt, ich bin da ein offener Mensch dafür. Ich lehne das auf keinen Fall ab, wie die meisten das ablehnen, sagen, ja, man muss vorsichtig sein und so weiter. Und das Gott kann kein Wunder tun. Ich denke schon, dass Gott Wunder tun kann. Und ich denke, es ist auch nicht verkehrt, dass man für einen kranken Menschen, Genau. vor allem auch Ungläubige, auch beten kann. Ja. Ne. Weil ich denke Und, schon. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen Nee, habe. alles gut. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke, dass Gott schreibt ja. Also er ist derselbe heute, gestern und in Ewigkeit, ne? Und ich denke, wenn er damals in der zum Beispiel in der Apostelzeit heilen konnte und schon immer heilen konnte, ne? Dann kann er das heute auch noch, wenn er möchte. Ne? Genau, wenn man möchte, das kann er, das Ja. stimmt. Ich wollte dich noch fragen, was möchtest du oder was würdest du jemand empfehlen, jetzt sei es Moslem oder Grieche oder Jude, die Jesus noch nicht angenommen haben, was würdest du dem, wenn sie den Hunger haben, innerlich, aber wissen nicht, wie sie das anpacken sollen. Hast du einen Tipp für die Geschwister? Also. Ja, also jeder, der Jesus Christus noch nicht angenommen hat, der befindet sich auf dem Weg ins Verdammnis. Das sagt die Bibel. Ja. Und jeder Mensch kann nicht vor Gott bestehen. Er kann nicht mit reinem Gewissen vor dem Schöpfer seine Sünden abwaschen. Weil es gibt einen Weg und es gibt nur eine Tür, wenn du in einem Raum bist und da befindet sich eine Tür, die nach außen geht. Ja. Passt mir an, ja. Dann weder nach links, nach rechts, weder nach hinten. Es gibt nur einen Weg und das ist der Jesus Christus. Er Genau. sagt, die Tür und er sagt, ich habe den Schlüssel der Himmel und der Hölle. Und er kann dir das ewige Leben geben, was niemand in der Welt geben kann. Weder bei Allah, weder bei Buddha, weder bei sonst wo, nur alleine in Jesus Christus. Er starb und ist auferstanden. Jeder kann zu ihm kommen und Buße tun und umkehren. Amen. Also in da fällt mir eine Bibelstelle ein. In keinem anderen ist das Heil, außer in Jesus Christus. Ne? Ja, Amen. Und er ist der einzige Weg zum Vater.
Wollen wir noch zusammen beten? Ja. Okay, soll ich anfangen? Bitte. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für das gute Gespräch mit Elia und danke, dass er gesegnet ist und seine Familie gesegnet ist und dass dieses Gespräch allen zu Nutzen werden und ihr Herz angeräumt werden. Dafür danke ich dir. Und ich wünsche Elia das Beste auch auf, gib ihm die Kraft auf der Straße für die Geschwister und die noch Jesus noch nicht kennen, für sie da zu sein und dass du ihn gebrauchst und dass du durch ihn redest und so die Menschen anrührst, dass sie zu dir finden. Amen. Amen. Ja, Herr, danke, dass du deinen Sohn auf der Welt hingeschickt hast, Herr, damit wir das ewige Leben haben, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du auch den Bruder hier segnest, dass du ihn bewahrst und auch seine Familie, Herr, dass du ihn weiterhin, ja, auch ein, dass er auch dort, wo er, wo Menschen gebraucht werden, dass du ihn dorthin schickst, Herr. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir auch deinen Namen verherrlichen können, auch über das Internet. Du siehst, wie viele Menschen sich auf dem breiten Weg befinden, vor allem auch Muslime, die leider dich ablehnen und total eine Lüge glauben. So bitte ich dich, Herr, dass du einzelne Muslime daraus ziehst und dass sie erkennen, dass sie auf dem Weg ins Verdammnis sind. Mögest du deren Seelen gnädig sein, Herr. Ja, und schenk uns auch deinen Frieden, Herr, dass wir niemals von dir loslassen können. Denn du alleine bist der Weg. In dir alleine kann der Mensch sich wohlfühlen. Denn du bist ein guter Vater, der dir seine Kinder tröstet, auch in schwierigen Zeiten, auch wenn wir manchmal zweifeln in vielen Dingen, Herr, wenn wir kleingläubig sind, Herr. So vergebe uns da, wo wir unser Mitmenschen vielleicht nicht an dich sein können, Herr. So schenk uns immer wieder, dass wir auf dich allein schauen. In dir allein ist das Heil. Amen. Amen. Okay, Ja. danke, danke, Bruder. Ich werde, wenn das okay ist, deinen YouTube-Kanal auf Ja. unter das Video verlinken. Mhm. Darf ich deinen, also deinen Vornamen in meinem Video nennen? Du Also kannst gerne einfach in die Nathan schreiben. Also okay, das wollte ich fragen, weil ich frage immer gerne. ja. Weil das einfach Respekt ist, ne? Ja. Okay. Ja. Ich wünsche dir den Frieden und alles Liebe, Bruder. Dankeschön, Bruder. Dir auch. Gott Danke. segne dich. Ja, Tschüss. danke.